Also meine lieben Freunde des UNIGA ÖFB-Cups, mein Name ist Dr. Schneckerl. Ich werde bis zum großen Cup-Finale hier die Prüflinge auf Herz und Nieren testen. Und schauen wir einmal, wie viel ihr wisst. Die erste Frage kann man da schon ein bisschen sehen. Es gibt den österreichischen Cup schon 100 Jahre. Wie oft wurde der Cup aber ausgetragen? Der Cup, wenn es 100 Jahre ist, müsste es einmal 100 Mal sein, oder? Aber nein, es war nicht. Fangfrage, ne? Nein, weil es hat eine Pause gegeben. Das habe ich irgendwo gelesen. Ich bin ein Fuchs. Es hat eine kurze Austragungspause vom Cup gegeben. Ach nein, es war ja die Kriegszeit. 2008 ist er nicht ausgetragen worden, sondern nur die Amateurteams, damit ich die Nationalmannschaft besser vorbereiten kann auf die Euro. Danke, Hicke. Wie oft wird er gewesen sein? 90, 92 Mal, 90 Mal? Keine Ahnung. Dann sage ich 42 Mal. Ah, 92. Das ist dein Alter. 92. Hoppala. 92 Mal. 95. Kann das sein? Also 94, 93, 92, 93, 90. Warum? Das ist 88 Mal. Dann müsste es 84 sein. Ich glaube 79. Wirklich? 79. Ich kann die genaue Zahl nicht sagen, aber ich hätte jetzt gesagt zwischen 80 und 85 Mal, ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, er ist mit dem. Es wird zum 88. Mal ausgetragen. Ja, dann sind wir bei 84. Ja, also der Cup des österreichischen Fußballbundes wird in der Saison 2018-19 zum 84. Mal ausgespielt. Auch wenn die Saison 18-19 gleichzeitig das 100-jährige Bestandsjubiläum des ÖFB-Cups ist. Während des Zweiten Weltkriegs zwischen 1939 und 1945 wurde der ÖFB-Cup ebenso wie in den Jahren 1950 bis 1958 sowie im Jahr 2008 ausgesetzt. 84, das haben wir nicht gewusst. Weißt du, man nicht glaubst. Ja, aber gut. Nein. Sind wir das Gleiche mit euch Austrianern? Was hab ich da gehört? Herr Harz, bitte mäßigen Sie ihn ein bisschen. Die nächste Frage, die sollte doch schon jeder wissen. Nicht immer dauert ein Spiel 90 Minuten. Im Cup kann es auch mal länger dauern, bis eine Entscheidung fällt. Wie lange dauerte denn das längste Spiel der Cup-Geschichte? Die Antwortmöglichkeiten sind 120 Minuten, 142 Minuten oder 158 Minuten. Ist Elfmeterschießen dazugerechnet? Nein. Nur das Spiel? Ja. Ich würde sagen, dass damals wahrscheinlich Golden Goal gegeben hat. Kann das sein? Und dass es deswegen länger als 120 Minuten gedauert hat. Deswegen würde ich sagen 120, nein. 158 wäre zu brutal, wenn man 142. Ja, wir sagen bei wann schon dann schon, dann sagen wir gleich 158. C. Also dann hat es da kein Elfmeterschießen gegeben in dem Fall. Dann sage ich 158 Minuten. 158 Minuten. Bin ich dabei. Das klingt gut. Ja. Dann wird es trotzdem B. Ich bin auf 142, 158 war ja Wahnsinn. Die Antwort ist 100 Jahre her, aber wahr. Nachdem es im Spiel SC Wacker Wien gegen SC Germania Schwächer im Jahre 1918 nach 120 Minuten unentschieden gestanden war, spielte man einfach so lange weiter, bis eine Entscheidung gefallen war. Das 4:3 für Wacker fiel erst in der 158. Spielminute. Puh, was für ein Spiel. Nein, hab ich gewusst. Hat es damals Magnesium schon gegeben? Die müssen ja Krämpfe gehabt. Da sind sie auf die Kniescheiben gerissen.